Willkommen zurück zu Chronocross. Yay, wir sind wieder da, haben einen bösen Traum gehabt, einen sehr seltsamen Traum. Und ja, jetzt sind wir hier in einem verschlafenen Dörfchen und haben anscheinend eine Freundin, die schon auf uns wartet. Und alles ist so wunderschön und prächtig. Und an meiner Seite ist auch jemand Wunderschönes. Hallo. Milli Vanilli, immer noch. Yay. Bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Du sagst es. Auch dieses Spiel, wenn wir schon mal über die Endings reden, hat verschiedene Enden. Es gibt New Game Plus. Es hat genau die gleiche Mentalität wie sein Vorgänger. Das werden wir alles wieder durchziehen. Ja. Und deswegen, das wird wieder ein sehr langes Projekt. Und ein großartiges. Was? Aber ein großartiges. Ein großartiges, ja. Auf jeden Fall. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, achtet mal darauf, zum Beispiel, als wir mit der Mutter gesprochen haben, die hat ja ein Charakterbild gehabt. Und wenn ich mich nicht täusche, dann wird jeder Charakter, der ein Charakterbild hat, auch irgendwann eventuell in die Gruppe dazukommen. Das nur mal so nebenbei erwähnt. So, jetzt machen wir aber weiter hier, das ist ein alter Sack. Well now, you're in Arnie. Oh, das ist gut zu wissen. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir wohnen. Das ist schön. What brings you here to this quiet seaside village? Oh, it's Yuchan. Just don't be going near Hydra oder Hydra Marshes to the east if you go outside. Don't want you to run into those evil dwarfs and that Hydra now. Say, why don't you go talk to the village chief before you set out? His house is just past those gates down yonder. Okay, ja, also wir sollen erstmal mit einem, mit einem Chief reden hier, bevor wir rausgehen. Ja, also er hat gesagt, wo wir wohnen. Dass wir doch bitte nicht nach Hydras Marsch gehen sollen, weil es doch noch zu gefährlich für uns wäre, weil dort Zwerge und Hydras ihr Unwesen treiben. Ja, und bevor wir rausgehen, sollen wir erstmal mit dem Bürgermeister vom Dorf reden. Ja, erstmal mit dem Kleinen hier. Hey Johnny, do you know what's popular among the village girls these days? A necklace made from Komodo Dragon Scales. You know, this monster that eat fire. I want to get some for Kiki, but there's no way I can't beat those monsters. Oh no! If I don't do something about this now, Kiki might start liking Lolo. Boy, I'm in a fix. Ach Gott, immer diese kleinen Liebesprobleme. Schön. Ja, also es gibt anscheinend von diesen Monstern kann man so eine... kann man irgendwas abfarmen, womit man dann irgendeine schöne Halskette oder so machen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Das ist jetzt, hier haben wir eigentlich ein gutes Beispiel. Man kann Schlüsselobjekte aufrufen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Button, das ist, glaube ich, Viereck. Ach so, Viereck, Ja, genau. Und jetzt, du könntest jetzt diesen Komodo-Skill bei dem Kleinen verwenden. Er hat ja gesagt, er bräuchte einen. Stimmt, können ja mal gucken, was passiert. Dann machen wir das doch mal. Gute Idee. Da kriegst du. Wait a minute, Johnny, is that a Komodo Dragon Scale? No way! Is it real? Oh, Johnny! How about giving it to me? Please, pretty please! Oh, come on, Johnny! I won't ask another favor for the rest of my life! No, please! Ah, da können wir nicht Nein sagen, oder? Nein. Wir müssen doch ja jungen Liebe helfen! Ja, für 1000. Nein, Quatsch. Ja, für 1000. Nein, natürlich nicht. Er kriegt es. Er kriegt es umsonst. Oh. Really? You sure? Yes, alright, thanks a million, Johnny. Here, let me give you this. But it's too good, use, okay? Wir bekommen ein Uplift. Yeah, Treff Magie. Oh yeah, and one more thing. Do you know what's Poshul's favorite food in the whole entire world is? Hecarim Bones. She'd do anything to get her paws on one. She'd obey your every command if you give her one. Okay, das merke ich mir. Irgendein Viech mag am liebsten diese Hecarim Bones. Okay. Ja, wir haben eine neue Magie bekommen. Jetzt können wir das, was wir das letzte Mal nicht geschafft haben, nochmal probieren. Nämlich das in unser, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Gerüster einzubauen.
Genau, das Magiegerüst. Nennen es Magiegerüst. Magiegerüst klingt schön, ja. Das hier ist eine Level 1 Single Foe Cuts Out and Drops a Block One Stone, also irgendeine Angriffsmagie. Ja, Erdmagie ist das, Erdzauber. Erdmagie, man sieht es ja auch an den Farben, ne? Ja. Ist oder? Ja auch Element, ja, genau. Gelb ist, glaube ich, Erde, grün müsste Wald sein, in Anführungsstrichen Wald. Blau Wasser, Rot Feuer, weißes Licht, schwarze Dunkelheit und das war's, glaube ich. Mhm. So, und jetzt zeige ich euch mal noch ein bisschen was Näheres zu diesem Magiesystem. Das ist nämlich auch ganz nett gemacht, weil Uplift ist ja eigentlich eine Level 1 Magie. Wenn wir die jetzt aber in das Level 2 stecken, dann wird das ein Uplift plus 1. Also dann wird die nochmal ein bisschen stärker. Man kann aber nicht, umgekehrt geht es meines Wissens nach nicht. Man kann jetzt zum Beispiel eine Level 3 Magie nicht in einen Zweier stecken, weil das ist dann zu schwach, oder... Gibt's genau, also ja. Es ist möglich, aber dann bekommt es halt dementsprechend die Stufen, die es halt niedriger eingesetzt wurden, ist halt Abzug. Genau. Und Cur plus 2 stelle ich mir ziemlich sexy vor, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen umgemodelt. So. Sehr gut. Das wird uns helfen. So. Okay, dann geht's mal weiter. Wer ist das? Ein kleines Öhmchen. It appears up ahead. Listen, don't be messing with those boats. I'm sure you understand a boat is like a limp to our fishermen. Pull any stunts like last time and I'll wake you in the head. Oh, da haben wir letztes Mal Unfug getrieben bei den Schiffen. Och ja. Das Öbchen hat uns gedroht, dass wir das nicht nochmal tun sollen. War doch nur Spaß, Mann. Ich soll dich nicht aufregen. Komm, wir machen es gleich nochmal. Die Häuser gehen wir natürlich auch gleich noch, keine Frage. Oh, da ist ja... Nee, da gehen wir nicht hin. Ich glaube, das ist unsere Freundin, wenn ich mich nicht irre. Ja. Die heben uns für den Schluss auf. Das Beste kommt immer zum Schluss. Deswegen gehen wir jetzt erstmal da rein. Ach, ich liebe das einfach, wenn man jedes Haus dackeln kann. Das vermisse ich in den heutigen Rollenspielen auch oft. So, wer bist du denn? Ah, Johnny, don't be mean to my Cecilin. Ich finde das voll cool, dass die einfach das Y überall ranhängen, dass ich da bei den meisten der Johnny bin. Das passt, also gut, kommt halt auf den Namen drauf an, aber bei John passt das einfach so gut, ne? Okay, gut, ich wollte eigentlich mit dem Ding sprechen, was auch immer das genau ist. Mini-Drache. Da habe ich so ein Komodo-Dragon. Ah, das ist so einer, okay. Ich würde gerne mit dem Kerl da reden, so. Ist doch ein Kerl, oder? Oh, ja, ich glaube schon. Hello there, John. Word has it that Komodo Dragon Scales are quite popular among the young ones these days. So you're collecting them too, huh? What to make a silly little necklace? Ja, richtig, ne? Haben wir ja vor zu basteln. No? Hey, hey, hey! Well said, John. You truly are a man of the sea. They don't call me the Komodo Dragon Expert for nothing. Let me give you some pointers. Clean out your ears and listen well, John. This is truly top secret. My super duper secret number one! Rock'n'roll to trap the sucker! My super duper secret number two! Use the lay of the land and make a surprise attack. My super duper secret 3! There is always one that like to play tag. Run with all your might. Beware, these dragons are mighty, cautious and run at high speeds. You must face them with your wits, courage and tenacity. Use your lightning start and run like the wind. Whip past, whip past it with all your might. But I guess there's no point outrunning it. Anyhow, it's all about guts, my boy. So once you catch up to it, you must fight. Kick that little sucker's butt. But don't get your old butt kicked. Großartig, wie viel schon Sackers verwendet worden ist. That's about all I can teach you about the ways of an expert. Now go, John. Go for the gold and bring forth a brighter tomorrow. Geil. Sorry. Hat sich schlecht reißen lassen.
Ja, das war wichtig, was er jetzt gesagt hat. Er hat uns 3 Tipps gegeben, wie wir dann später, wenn wir dann was erledigen müssen, am besten gegen die Gegner vorgehen können. Mhm. Aber das sehen wir dann alles. Lass mich durch. Da geh halt du durch. Das Schönste. Ja, Johnny, du geh durch. Ja, so. Danke, dass ich auch mal darf. Hallo, schöne Frau. Ah, do you know about Lizard Rock southwest of the village? I've heard that a mother Komodo dragon comes out every once in a while. I've told Kiki numerous times not to play there, but she never listened to me. I guess kids will be kids. Tja, die hören doch nie, die Kinder. Kann ich ja irgendwas machen? Nö. Deswegen sind so Kinder. Natürlich, die dürfen das. So, was haben wir denn da unten? Aha, eine Katze. Streicheln. Oh, wie süß. Okay. Oh, hi John. I was lost in my thoughts there. You know how Kiki's growing up so quickly? Sometimes I'm just amazed of how much she resembles her mother. Yeah, I guess my wife is like that too. She's being very much like her mother since as long as I can remember. I guess that demonstrates how life continues to live on through generations. It's been about 10 years since I became a fisherman. Back then I still had other aspirations, but I ended up succeeding my dad. I guess you can say everything here represents 10 years of my life. Lion sharks, sawfish, 6 hornet, narwhals, you name it. They represent all my hard work and dedication. I love my job and I'm happy with my current lifestyle and all, but lately I get to think when I see Kiki about how I could have a different future if I had chosen a different path 10 years ago. Then I'd be living a completely different life than I am now. I'm not saying which one would be been better, but I just wonder where the other path may have led me. I guess the longer you live, the more you wonder about another you that might have been. Boy. Life sure is complex. Oh, hey John, you want this? Here, take it. It's an amulet I made from a lion shark 10 years ago when I decided to become a fisherman. I don't need it anymore. I have my wife and Kiki watching over me. So, jetzt haben wir den Sharktooth bekommen. Ja, da hat er es ganz schön ausschweifend erzählt und erinnert euch, versucht euch mal so diese Unterhaltung ein bisschen zu merken, weil das kann später doch relativ interessant werden. Ich meine, gut, ich will jetzt nichts verraten, aber Chrono Trigger, es ging um Zeitreisen und wenn der da rumsülzt, ja, hätte er sich vor 10 Jahren anders entschieden, ne? Bla bla bla. Ihr könnt euch sicher vorstellen, auf was das hinausläuft, aber mehr wollen wir dazu mal nicht verraten. So, mal weiter gucken. Genau. Dieses Sharktooth, ist das wieder so ein Schlüsselitem? Ja, okay. Ja. Ist ja ein Zahn, ne, wenn ich es richtig übersetze? Genau, ein Haizahn. Alles klar. Nein, lass mich raus. Ah, ist schlimm, ey. Das Kind mir ärgern. Ich will doch gar nicht ärgern, ich will nur raus hier. Mann, okay, nächstes Haus. So, was geht denn hier ab? Ah, scheint eine Kneipe zu sein, mehr oder weniger. Looks like the Yiper Festival will be cancelled again this year. Your only celebration of El Nito Archipelago, was auch immer, Lego Mio, down the train. There hasn't been anything good to talk about since the army from Poro took over the islands 3 years ago. We wouldn't have to put up with this situation if General Viper and the Dragons were still here. Okay, ging's um ein Festival, was wo ein
irgendeiner Stadt hier in der Nähe abgehalten werden sollte, aber jetzt anscheinend gecancelt wird. Okay, schade. Ja, vielleicht ist das ein Poster von diesem Festival. Sieht aus wie so eine halbe Sailor Moon. Humina, Humina, Humina. She sure is pretty. What a knockout that dancer Mickey is. The port town of Termina has its share of dancers, but no one, I say no one, compares to Mickey. But mind you, I've never actually seen Mickey dance. Oh, how I would love to see them I'm talking about her arms, of course. Well, John, don't tell Grandma about this. Nein, natürlich nicht. Voll der Notgeil hier. Ja. Klang der wohl schon vor dem Poster steht. Was ist eigentlich das hier? Ein Schwein? Oder ein Hund? Keine Ahnung. Oder eine Ratte? Eine Schweinshund-Ratte. Sehr schön. Kann ich hier was machen? Habe ich mit dem schon gelabert? Nee, ne? Yo, John! Have you heard anything about them groups of thieves up in the mainland? Eigentlich haben wir davon noch nichts gehört, ne? Mhm. You really haven't been keeping up, have you? It's pretty big news, even in El Nido. Those mysterious thieves have broken into a bunch of houses up on the mainland. They're cold-blooded bastards. They go to any extreme to get money or jewels. Even the powerful nation of Poor can't seem to get hold of them. I think they call themselves the Radical Dreamers. Wouldn't want to run into those bandits? Verbrechen überall, Diebe, Räuber. Oh, die Kiste. No answer is just a barrel. Sicher? No answer is just a barrel. Ich kann's kaum glauben. Komm, ich frag sie nochmal. Ich frag ihn nochmal. Okay. No answer is just a barrel. Okay, wir kriegen keine Antwort. Das ist nur ein doofes Fass. Wir können es noch ein bisschen anquatschen. Meinst du? Oh. What you want already? I said I'm just a barrel. Da, fine. Just take it, man. Here. Wir bekommen noch einen Uplift. Ja, danke, Fass. Sehr gut. Ah, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass da doch noch was Sinnvolles dabei rauskommt. Sehr gut. Warum vierten Mal ansprechen? Was ich noch kurz erwähnen wollte, weil es gerade über diese Räuberbande namens Radical Dreamers ging. Radical Dreamers ist auch ein Spiel, das es auf dem Super Nintendo gibt. Allerdings ist das nie hierzulande, ich glaube auch noch nicht mal in Amerika erschienen. Das gibt es in Japan, wurde aber dann auch ins Englische übersetzt. Das ist so eine Art Text-Adventure. Da geht's eigentlich, da kann man fast nur lesen. Und das ist so eine Brücke zwischen Chrono Trigger und Chrono Cross. Ich selbst habe das nie mir angeguckt, aber ich wollte es jetzt nur mal an der Stelle erwähnen. Ja, so, jetzt reden wir mal mit der Dame hier. Why, hello, John. Do you want to hear the real truth about the world? Da bin ich mal gespannt. Insanity leads to chaos, then to solitude, to fruitless effort of adding meaning to what is meaningless. A lone crimson tear falls to the sea, the echo of the remaining star cries out in the infinity vacuum. The least I can do is send my distant prayers over the winds of time, setting sail on dreams. Well, what do you like it? How do you like it, John? Were you moved? I've been dreaming about becoming a poet since I was little. I want to cross the continent and make a name for myself with just a pencil and paper. But look at me, I'm in this punny village in the middle of nowhere, waitressing in this run-down shack. What a shack? Whatcha say about my restaurant? You can't quiet any time, you know. Yikes! Just kidding. I was just kidding. I was just saying how good the work environment is. da hat so ein bisschen zu viel. Ja, ein paar ausgeplaudert von ihren Gedanken. Ja, sie wollte eine Poetin werden. Mit wunderschönen tiefen meinungsvollen Gedichten.
Ja, aber sie ist hier gelandet, als Aushilfe in einem Restaurant. Tasty cha-cha-cha, healthy cha-cha-cha, why don't you try my Hackran soup? That's my specialty soup made exclusively from Hackran bones. Oh. Don't mean to brag, but nobody can make soup like I can, cha-cha-cha. Ja, krieg ich ein Stück? Ich könnte das doch gebrauchen für irgendein Viech. Hm. Anscheinend gibt er mir noch nichts. Ah ja, gut. Sei nicht so geizig, Koch. Darf ich da rein? Hallo, darf ich helfen? Ich kann mal was klauen. Ja, Diebe überall! Nein, ich will das Essen haben hier. Nee, der labert mich nur blöd voll. Okay. Ah! Ta-ta-ta! There ain't no way I'm telling you the secret to my Hackran soup! Only the record of fate and I know what I've hidden the Hackran bone up in my room! Yo! Ugh. Aha. Ja, dann gehen wir mal gucken. Ja. So, da ist wieder so ein Schweinskopf. Hallo, aber irgendwie süß, ne? So ein bisschen wie Kremlin? Das ist alles drin, alles! Ja, wirklich. Das ist das Fell einer Katze, das ist ein Schweinenase, ein Fledermausohren, Kremling oder so, ja. Hund ist auch irgendwie von... Na, egal. Oh, was haben wir denn da? Sieht wichtig aus. Ein Helm. Okay. Okay, ja, den können wir uns gleich mal angucken. Ich guck nur. Hat er nicht gemeint, dass er irgendwas hier versteckt hat wegen seiner... Aha. Hackran Bone. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken. Equip gibt es natürlich auch wieder hier. Da gibt es im Grunde nur die Waffen, die Rüstung und dann drei Accessoires, worunter dann auch Helme zählen würden. Hier sehen wir ja, was hochgeht. Jo, na dann zieh mal an. Auch Kleinvieh macht Mist. Richtig. So, wunderbar. Weiter geht's. Hier haben wir mit allen gequatscht. Der ist immer noch wuschig auf das Bild. Warte mal, hier noch was? Krieg ich was zu essen? Nein, ich kau ab. Oh. Ja, da kann man sich schon mal einen ganzen Part hier im Dorf aufhalten, ne? Auf jeden Fall. Ist da hinten? Geht's hier raus oder geht's hier weiter im Dorf? Da geht's raus. Oh, dann will ich wieder zurück. Aber wie in Chrono Trigger ist es auch hier, man hat wieder eine wunderschöne Karte. Ich liebe diese Karte, ich finde die so herzig. Oh, mit wunderschöner Musik. Ja, mit der schönsten Melodien. Aber wir gehen nochmal ins Arnidorf. Ach, die Musik sowieso. Ich habe es jetzt in diesem Part auch ein bisschen höher gedreht, die Musik, damit ihr die alle schön in Genuss kommt. So, und hier geht's auch raus, nehme ich an, ne? Nee, da geht's weiter. Ah, okay, warte mal. Dann waren wir aber, in dem Haus da oben noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht drin. Dann wollen wir noch rein hier. So, was haben wir denn da? Ach ja, da hinten, die wartet immer noch. Wir sind aber auch ein böser Gentleman hier. Eieiei. Du wirst uns vergeben. Hoffentlich. Ja. Ah, you used to cry and run away at the mere sight of Pussycat. Do you remember? When you were about we high, you were attacked by a panther demon. I guess it left an emotional scar. But it's good that you've overcome that fear, girls will think you're a weenie running away from a cat. Oh, das ist jetzt ja, interessant gewesen. Die hat uns einen kurzen Hinweis auf unsere Vergangenheit gegeben, dass wir wohl als kleines Kind mal von einem Panzerdämon angegriffen wurden. Mhm. Das ist natürlich interessant. Aber, ja, Angst vor Katzen hat er zum Glück nicht. Das wäre auch ein bisschen dämlich. Ja, das meinst du auch. Oh, good morning, John. Don't tell me you just woke up. Don't you know that the early birds get the worm? Lean is over there on the pier. Looks like her mother asked her to babysit. Oh. Oh. Ah, so. Oh. This is my house. Enter at own risk. ja. Okay, das ist ja ein süßer Puschel. Ja, wie ich schon sagte, Leute, es ist kein Witz, die wo ein Charakterbild haben, die kommen in die Gruppe. Also wir werden hier eine sehr verrückte Gruppe noch irgendwann haben. Wartet mal. Auf jeden Fall. Der, muss ich mal kurz probieren, ob der vielleicht Lust auf den Knochen hat. Schade. Ich dachte. Ist niemand da? Ich glaube, das ist nur so ein Hinweisschild, so ein Warnschild. Ach so, okay. Schade.
Ja, wenn das Vieh mal da ist. Also noch ein Dorf. Ja, vielleicht. Okay. Ja, Lina oder nee, ich geh erstmal nach da hinten raus. Lululululul. Ja, Lina kann noch warten. Genau. Schauen wir mal, was hier ist. Ah ja, ach, guck mal, da ist er. Dieses komische rosa Püschelhund-Vieh. Ich gehe mal gleich zu ihm. Hallo? Bin ich neugierig. Wir wollen natürlich alle Charaktere haben. Also es gibt zwar Unmengen viel, aber es ist gar nicht so einfach, jeden zu bekommen. Da muss man schon aufpassen. Auf jeden Fall. So. Oh, hi, Sonny Poo. Me am a bit busy right now. Have you already met up with Lina? Me think she was the pair at the pier. Oh, sie listet. Das ist so krass, ja. So, okay, muss nicht nochmal. Ich wollte nur. So, komm, und jetzt da, Bone. Ah, that Hagrid Bone? Johnny Fu, the present for I. How do you think I'm the accept or to accept or to not accept? Oh. Es sollte mal die Zunge in den Mund, ne? Dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Yeah. Aber gut, das ist ja sowieso schon verwunderlich, dass. Es wäre gewesen, wenn ich schön Schnupfen hätte. Ich würde mir Mühe geben. Boah. Okay, me accept your present and me shall help you. Ein kurzer Moment, bei mir ist gerade Telefon. Einen Moment bitte. Me accept your present and me shall help you. Me will do anything you want. Me will be honored to be by your side. Me will use my pretty miracle power X. Me will do it. Johnny Pooh. Ja, Freunde, es ist passiert. Wir haben unseren ersten. Wir haben Puschul in der Gruppe, einen sprechenden, wispelnden rosa Hund. Und ja, wer hat die Ehre, dieses Vieh zu werden? Ich weiß es schon längst. Es tut mir auch leid. Also, wie gesagt, die meisten werden ja Kommentarschreiber, aber auch Freunde meinerseits werden hier eingebaut. Und deswegen, ja, die Person wird mich dafür hassen, aber das tut sie sowieso. So. Oh, for real? Spyro, der lila, rosa Plüschhund. Ja, wissen wir Bescheid, ne? Er ist in unserer Gruppe. Hey! Fertig. Und wir sind nicht mehr allein! Ja, toll, ne? Yeah, ja. Ich habe einen Hund an meiner Seite und er wird uns treu zur Seite stehen, auch im Kampfe. Ja, was hält eigentlich das Mädchen davon, dass ich ihr den Hund wegnehme? Ah, it's boring playing alone. Come on, Spyro, let's play. Me, I'm sorry. Me am a bit busy right now. We're playing later, okay? How boring. Sehr süß. Ja, jetzt nachrennen, das sieht so goldig aus. Ah, ich wollte mal Spaß haben mit Spyro. So. Spyro. Das ist großartig. The record of fate tells me not to go out to seem today. That's why I'm here for the chief's lecture. Go against the record of fate and you'll regret it for sure. Days like this, it's best to take it easy. We should all live in harmony with fate. Oh. Hi, John. Hi, Gonchi. Know all and see all. I can tell you all you need to know about using key items. Ach, das weiß ich doch schon. Wollen wir überspringen, oder? Ah, ja. Hast du mir ja schon beigebracht. You already know how to use key items? Damn. I have to think of some things new for next time. Ja, mach das mal. Ah, den würde ich noch auslassen. Machen wir erstmal die Ümchen. Ja? Okay. Ja. Ah, I did everything just as Chief Radius told me, and now the eggs in my body are completely gone. What a fine man our Chief is. Skilled,
competent, caring. I heard he was quite a warrior in his prime. You could learn much from Chief and grow up to be a great man like Radius. Das ist nämlich der Hint, deswegen meinte ich gerade, dass wir den auslassen, weil das Üppchen hier, in dem blauen Röckchen, macht uns ein Tutorial. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir das komplette Tutorial mitnehmen? Oder? Glaub nicht, oder? Wollen wir nie. Also ich weiß zwar nicht mehr viel, aber ich glaube, wir kriegen das auch ohne Tutorial hin. Okay. Also wir können ihn zwar trotzdem anquatschen, können ja dann ja, einfach... Ja, genau. Sag mal dann einfach nö. So. Aber der Zeit das Spiel bei. Oh, John. How goes it? Oh, der hat ja auch ein Bild. How would you like to join everyone for my lecture? Today's lecture is the fundamentals of attack and the art of elements. Wie ist denn das? Aber kriegen wir den trotzdem in die Gruppe? Oder ich weiß nicht. Ich will ja nichts spoilern, ne? Ja, ich will es mir mit dem Typ nicht versauen, ne? Ja, wir bekommen den trotzdem, auch wenn wir den jetzt hier nehmen. Der hat glaube ich, ganz andere Zugangsvoraussetzungen als ein Tutorial. Okay, gut, das ist gut. Dann maybe next time. Oh, it does not interest you? Oh well, come again, Sonny. I promise to take it easy on you. Ja, ist schön für dich, aber wir wollen ja auch mal hier was Neues erleben. Wir wollen auch irgendwann mal raus aus dem Dorf. Huch, da stand noch einer, da muss ich auch noch mal hin. Oh Gott, so viele Menschen, Hilfe! Nein, das schaffen wir in dem Part nicht mehr. Wir werden den da draußen noch ansprechen. Du bist die eine von Spyro. Genau, die rennt jetzt nur nicht mehr rum, okay. Wer bist du denn? Ist das eine Frau? Bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ach, schließ einfach mal vor. My name's Toma, the 14th. But people usually put the Great Explorer in front of my name. Toma! Hey, den kennen wir doch aus Chrono Trigger, mehr oder weniger. Aber der 14. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der bei Chrono Trigger war, aber egal. The Great Explorer Toma. I was just looking around for treasure. I have a sixth sense, you know? Yo, I wasn't cratening. I was really looking for treasure. Nee, nix da, sind meine Drohnen. Ich rede ihn nochmal an. believe me, kid, it ain't cratening. Cratening. I'm really busy. Now go away. Go on, scout. Okay, ja, dann lassen wir den mal. Ja, vielleicht wird er später noch wichtig. Er hat ja auch gar kein Bild, also total unwichtig, der Kerl. So, mit der reden wir noch, aber dann wird es Zeit, den Part zu beenden. Time sure does fly. Chief Radius has been living here for 4 years already. He is such a bright, cheerful man. Everyone in the village really likes him. I wish he could stay here forever. Aww. Gibt's hier irgendwas in der Küche für mich? Ein kleines Steak oder so? Nein? Schade. Na gut, dann werde ich mir jetzt ein Steak machen und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Cross. Tschüssi!